Guten Morgen, herzlich willkommen zur Präsentation des Bachelor Académique en Psychologie. Mein Name ist André Melzer, ich bin der stellvertretende Studiendirektor des Studiengangs und ich möchte Ihnen in den nächsten 50 Minuten diesen Studiengang ein wenig näher bringen, Ihnen etwas darüber erzählen. Wir werden gegen Ende dann noch ein bisschen Zeit haben, dass wir hier diskutieren. Falls Sie Fragen haben, stehe ich selbstverständlich dann am Ende der Veranstaltung gerne für diese Fragen bereit. Werde dann aber auch eine Etage tiefer an unserem Stand stehen, falls Sie den intimeren Fragekontakt bevorzugen. Scheuen Sie sich nicht, dann zum Stand zu kommen und mich dann zu befragen, was immer Sie, was die Psychologie angeht, auf dem Herzen haben. Okay, die Psychologie. Schwierig. Es gibt einen Spruch von einem der Urväter der Psychologie, Hermann Ebbinghaus, der gesagt hat, die Psychologie hat eine unglaublich lange Tradition, aber nur eine total kurze Geschichte. Und so ist es. Also als Psychologin oder Psychologe können Sie zwar thematisch auf eine lange Tradition zurückblicken, die Psychologie selber etablierte sich aber erst so am Ende des 19. Jahrhunderts. Worum geht es in der Psychologie? Ich habe Ihnen so eine Sammeldefinition mitgebracht. Das ist so eine, auf die sich wahrscheinlich die meisten Psychologinnen und Psychologen einigen können. Nach Phil Zimbardo und Richard Garrick. Die sagen, Psychologie ist die wissenschaftliche Untersuchung des Verhaltens von Individuen und ihren mentalen Prozessen, also dem Erleben, deren Entwicklung, also die Entwicklung von Individuen über ihre Lebensspanne, sowie deren innere und äußere Bedingungen und Ursachen. Da muss man tief durchatmen. Da steckt eine ganze Menge drin. Und was alles drin steckt in dieser Definition, will ich versuchen, Ihnen im Laufe der nächsten knapp 50 Minuten mal zu illustrieren. Wichtig ist, deshalb habe ich es fett gedruckt, es geht um eine wissenschaftliche Untersuchung. Sie werden nachher festgestellt haben, dass diese wissenschaftliche Herangehensweise etwas ist, was hier in Luxemburg fest verankert ist im Bachelor-Studiengang. Wir sind eine empirische Wissenschaft, das heißt, unsere Herangehensweise in Bachelor Académique en Psychologie ist tatsächlich informations- und datengebunden. Es geht uns darum, Informationen zu erhalten und die auf wissenschaftliche Art und Weise zu erhalten und sie entsprechend auch auszuwerten. Das unterscheidet den Bachelor Académique en Psychologie von einigen anderen psychologischen Studiengängen. Wenn Sie beispielsweise eher nach Frankreich gehen, werden Sie sehen, dass die Schwerpunktsetzung ein bisschen eine andere ist, die viel stärker beispielsweise nach wie vor in die psychodynamische Richtung geht. Sigmund Freud wäre hier der entsprechende Begriff, der Ihnen wahrscheinlich auch direkt kommt. Eine wissenschaftliche Psychologie, das ist das, was wir in Luxemburg verfolgen. Und die unterscheidet sich von der Alltagspsychologie oder manchmal im Deutschen genannt Küchenpsychologie. Ja, also vielleicht so ein intuitives Verständnis. Ich will damit gar nicht sagen, dass das intuitive Verständnis, das Bauchgefühl, völlig falsch ist aus psychologischer Sicht. Bloß was wir machen ist, wir überprüfen das Bauchgefühl. Ja, wir versuchen, Belege dafür zu finden, ob das Bauchgefühl stimmt oder nicht. Es ist eine empirische Wissenschaft, die basiert auf Theorien, auf Theoriebildung. Aus der Theoriebildung werden konkrete Hypothesen, also konkrete Fragestellungen generiert, die wir überprüfen wollen, beispielsweise mit Hilfe von Beobachtungen, mit Hilfe von Experimenten. Ziel ist in der Psychologie, menschliches Erleben und Verhalten zu beschreiben, es zu erklären, es vorherzusagen, was sehr schwierig ist. Und in bestimmten Bereichen denken Sie an bestimmte psychische Erkrankungen, sie zu kontrollieren. Das heißt, den Klienten, den Patienten zu helfen, diese Störung zu kontrollieren oder diese zu beheben. Wobei das eher so global ein psychologisches Modell ist und Sie im Bachelor-Programm als erste Stufe auf dem Weg zur Psychologin, Sie da lediglich Einführung bekommen. Also Sie sind nicht nach 3 Jahren Studium, wir gehen da gleich noch genau darauf ein, fertige Psychologin. Das geht nicht. Ja?
Okay, Psychologie in Luxemburg, das ist ein tolles Thema. Die Psychologie in Luxemburg gibt es tatsächlich auch schon etwas länger. Und in diesem Handbuch Psychologie in Luxemburg, was Ende November erschienen ist, das hat sich tatsächlich zu unserer sehr großen Freude zu einem Bestseller entwickelt. Also das ist im Februar war das auf Platz 2 der Bestsellerliste für Non-Fiction. Ja, hier finden Sie alle Elemente zusammengetragen, was Psychologie in Luxemburg ausmacht, unter anderem wie die universitäre Herangehensweise von Psychologie in Luxemburg sich darstellt. Das sind, ich hätte fast gesagt, die stolzen Eltern, ja, also 2 der 3 Herausgeber, den Herren hier, das ist der Georges Stefken, das ist der Studiendirektor des Studiengangs Bachelor Psychologie. Er ist obendrein noch Studiendirektor im Master of Psychological Intervention. Vielleicht haben Sie seinen Vortrag vorhin gehört. Jener Herr hier ist Dr. Gilles Michaud, der im klinischen Bereich arbeitet. Und das sind 2 der 3 Herausgeber dieses Buchs. Also die Psychologie in Luxemburg ist verankert, ist tatsächlich auch etwas, was wahrgenommen wird und last but not least gekauft wird.